Na, großartig. Yo. Oh Mann, wie viele und somit hast du dabei, Ray? Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wir wissen nicht, wie wir hier rauskommen sollen. Ehrlich gesagt. Ey, das ist doch... Wow! Keine Waffen mehr. Halt so. Okay, war nicht nötig, meine Granate zu verlieren. Ah! Weg, 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 weg! Okay, den scheiß Wagen habe ich verloren. Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Nicht vergessen, aber. Wer hat eine Panzerfaust? Warte mal. Irgendeiner hat eine Panzerfaust gehabt oder was, sagt er? Oh, wie, was? Ich sehe keine Panzerfaust. Da, 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 da. Nee, auch nicht. Hä? Da ist eine Panzerfaust. Alles klar, sehr schön. Hey, Truck. Du Schrott. Okay. Müsste reichen. Da wäre auch noch. Da wäre auch noch Panzerfaust, aber nee, brauche ich nicht mehr. Ganz schön ruhig gerade hier. Oh, fuck off, ey. Na, was jetzt? Hier rein. Ach, da raus. Alles klar. Auf geht's. Komm, geh da hoch, geh da hoch. Wow, 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 wow. Alter, nein, 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 nein. Ich hasse solche Stellen. Ich hasse solche Stellen. Was jetzt? Was jetzt? Ich muss den verdammten Truck loswerden. Ja, das ist gut. Versteck dich hier oben. Dann erwischen sie mich. Ich bin sich. Alter, jetzt geh doch weiter. Wow! Wieso, wieso, wieso? Sehr gefährlich, was du da machst. Okay. Wow! Aufhören, aufhören! Alter, die drehen ja voll am Rad. Okay. Okay. Ist jetzt alles gut? Ich muss hier weg. Nicht zu weg, nicht zu weg. Ja, ich muss hier weg. Das kannst du laut sagen. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Hält auch was aus, dieser Scheißwagen. Die wollen mich einfach nur zerquetschen. Einfach nur loswerden. Oh, heilige Sally! Wie läuft's, Oney? Was? Sally! Verschwinde von hier! Alles klar. Okay, Spielchen sind vorbei. Nochmal. Okay, das war's, glaube ich. Gott und die Freiheit. Einen kriegst du noch von mir. Oder auch nicht. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Wo ist meine Waffe? Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Ja, warte mal. Meine bitte. Meine Waffe. Wo ist meine... Die ich für die Panzerfaust getauscht habe. Wo ist die Waffe? Nein. Okay, ich muss mir eine Waffe finden später. Schön, dich schön zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey. Hey. Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut, ein paar Mal war's knapp, aber... Er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh,
Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber... Die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam. Wir sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da lang. Jo! Ist das weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafen. Dann lassen wir halt den Schatz zurück. Und retten unseren Arsch. Ist was mir auch lieber. Ein Flugzeug auf uns wartet. Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Ja, wohin? Hier lang. Was? Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mal runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Oh, ich war doch an einem anderen Weg dran. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fallen. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Da hat er recht. Die sind auf dem richtigen Weg, weil der Avery hat ja Fallen gebaut überall. Dann stimmt es ja. Ich bin da runtergesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Ja, ich habe hier schon was. Aber ich könnte Hilfe gebrauchen hier. Obwohl, ich schaff's alleine. Okay. Ich schaff's doch alleine. Oder auch nicht. Und die anderen, die warten da. Ganz cool. Als hätten wir die Zeit der Welt. Hey, nein, danke. Wir schaffen's. Wenigstens frag die. So, ich
bin mal gespannt. Also ich glaube es immer noch nicht, dass wir den Schatz einfach liegen lassen. Weiß nicht, einfach abhauen? Werden wir bestimmt nicht, oder? Okay, Sullivan, dann sag mal, wo lang. Victor. Da. Gibt jemand einen Ausweg? Ja, nein. Oder? Warte mal. Ja, ich hab was. Hey Leute, hier durch. Ich hab da was. Ich hab ein Problem, dass ich nur eine Schusswaffe hab. Mit drei Schuss nur. Okay, kacke. Ah, lass mich doch mal. Nein. Oh, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Okay. Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Was? Ja, wohin ziehen? Warte mal. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Was? Hölzerne Plattform? Ich probier's. Warte mal, ich kann mich ja ein bisschen runterlassen, oder? Boah, keine Chance bis dahin. Nee. Nein! Ach, Mann! Ja. Dann nochmal von vorne. Aber ich muss ja irgendwie... darüber. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Oh, na und doch so weit. Kann ich da jetzt nicht rauf? Ist aber auch komisch, oder? Ich hab ihn. Nathan, Was? Er hat gesagt, hilf mir mal. Ja, erzähl. Okay, ich will hier wieder hoch. So, Sam, erzähl nochmal. Wo ist denn der? War ich auf der falschen Spur eben gerade? Sieht so aus. Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ihr lasst mich aber nicht fallen, ja? Verlockend, aber nein. Wow! Okay. Geschafft! Willkommen. Und jetzt? Okay, wir sind soweit. Ja. Das ist ein Haufen Piraten, ist diese Technik ziemlich beeindruckend. Das ist noch gar nicht. Oh. Festhalten! Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Ja, wie? Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Okay, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, schnell hoch, Sam. Spring schnell! Alter! Gott. Sam! Nochmal. Sam, komm schon! Komm, spring einfach, ich fang dich! Na los! Nein, denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt! Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Oh, blöder Stur. Ja, lass es drauf ankommen. Ach,
Er wird sich noch umbringen. Na komm. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Scheiße. War ja klar, also... Ich hab's ja vor ein paar Minuten gesagt. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, ich glaub nicht, dass wir abhauen. Da passiert bestimmt noch was. Was ist hier sich eigentlich? Ja. Ich meine nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Ich hab andere Sorgen. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine gute Waffe. Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon. Hilf mir mal, Elena. Warte, wir helfen dir. Ja, dann komm. Alter, ihr braucht aber lange. Fertig. Au, ruck. Komm, bisschen noch. So. Jetzt darf das schöne Ding nicht zurückrollen. Moment. Ich hab's. Okay, siehst du? Das wird dich halten. Nate, los. Ich hab's. Los. Was los? Los. Gott verdammt. Und wie zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. Sehr rührend. Wird Zeit für ein neues Kapitel, oder? Ja, meines Bruders Hüter. Kapitel 21.